So, wir haben den 23. den Freitag. Jetzt gehen wir zu Anno Classic. Lini ist geschminkt, Lini hat Farbe drauf. Ich bin müde, bin voll bis oben hin. Lini ist auch ein bisschen vollgefressen wahrscheinlich. Ja, ein bisschen. Und jetzt gehen wir erstmal. Wow. So, jetzt erstmal zum Taxi. Ab geht's. Boom. So, aus dem Hotel rausgekommen. Taxi kommt gleich irgendwann. Da passt das auch nicht jetzt. Na klar. Dort hier mit Face. Blö. Ich bin froh, wenn ich im Taxi bin und dann am Veranstaltung so, dann kann ich chillen. Ja. Da können wir endlich chillen, Alter. Hier warten. Ja, ja. Oh. Oh, fuck. Was hast du, Schatz? Ich bin aufgeregt. Aufgeregt? Ja, ein bisschen. Ohne ein bisschen. Ein bisschen, ah, da müssen noch kommen. Alle noch im Schlaf. Ja, Mann. Meine Gestik hat er verstanden. Ja. Pervers. So muss das sein. Der Taxi-Driver guckt mich an und ich wink mit der Cam. So hört sich das. Das klappt jetzt nur, weil ich so schmal bin, glaube ich. Ich weiß es nicht so genau. Sieht sie nicht schön aus. Meine Prinzessin. So, fuck. Ja. So, wir sind jetzt angekommen. Oh, fuck jetzt, Alter. So, wir sind angekommen. Beim Veranstaltungsort. Und jetzt geht's gleich ab. Ich glaube, wir haben kurz vor 9. Und gleich geht die Party. Party? Ja, Party auf der Bühne. Und Party in meinem Magen vom Frühstück. Oh. Schaut euch mal um. Ist schön hier. Da, sehr schön hier. Da, der Ani. Oh, da ist er. Da ist er. So. Wir begeben uns jetzt Backstage. Krass. Krass. Abo. Ehrlich, Abo. Gänsehaut. Ja, nicht nur du, ey. Ich auch. Fuck, ey. Das ist die Atmosphäre. Arnold ist hier. Die Terminator Games. Lass mal auf den Teppich lang gehen. Nicht so asozial sein. Wir sind Backstage, Lini ist am Aufpumpen. Vielleicht geht's irgendwann mal los.
every day's like my iPod stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing. So, ja, der Wettkampf ist vorbei. Leider nicht unter die Top 15, aber ist. So, wir sind jetzt hier erstmal schon am Essen. Die Pizza schmeckt verdammt gut. Das hast du schon. Hammer. Ja. So, wir werden jetzt die nächsten Tage, denke ich mal, hier in Barcelona genießen. Morgen die Expo besuchen, dann mal gucken, was die anderen Athleten machen aus Deutschland in der Physikklasse, Maurice und der Benedikt. Ja, aber heute erstmal gönnen. Seht ihr, lecker, lecker Pizza. Nicht so wie in Deutschland, so eine komische Form. Das ist meine Pizza. Das ist Pizza. Und mal gucken, morgen auf jeden Fall pumpen, da werden wir auch aufnehmen. Dann werdet ihr erstmal sehen, was eine Bikini-Athletin so pumpen kann, wenn sie geladen ist. So, wir sind angekommen mit dem Fußmarsch. Da ist unser Hotel und da ganz oben ist der Pool. Ich bin gestern reingesprungen. Das war arschkalt. Wäre es jetzt wärmer, wenn wir bestimmt zum Strand fahren. Aber in Spanien gibt es leider keine Sonne momentan. Wie in Deutschland. Bisschen wärmeres Klima, man schwitzt ein bisschen eher, aber sonst was. Ein bisschen Pech mit den Tagen. So, jetzt erstmal duschen. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Expo. Frisch geduscht wieder. Farbe ist noch ein bisschen drauf. Ein Peeling drüber gemacht. Die Linie ist jetzt fresh. Und ich bin auch ein bisschen fresh. Habe irgendwie einen komischen Okulütenpickel auf der Schulter bekommen. Währenddessen vorhin. Ich krieg den nicht weg. Ja, jetzt fahren wir hier. Viel Verkehr, viel Verkehr. Jetzt genießen wir die Tage. So, da sind wir wieder auf der Expo. Nein, ja. Ich habe keinen zweiten Versuch. Nein, keinen zweiten. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Wir gehen jetzt mal da hin, wo die Expo-Bühne wieder war. La Bella Mafia, die haben ja so geile Leggings. Da wird erstmal Linis Booty verpackt. Da gönne ich mir erst noch was. Jetzt wird gegönnt. Und nächstes Jahr komme ich zurück. Viel besser. Und vielleicht sogar ich als Athlet in der Classic-Physik-Klasse. Und dann rasiere ich die mal. Mit kurzen Hosen und nicht mit langen Kniehosen, wo die Stelzen verdeckt werden. Viel zu schade drum. So, jetzt sind wir weg von der Expo. Immer nur noch mit den Leggings und einem kleinen Katalog. Und jetzt gehen wir erstmal nach McDonald's. Ja, erstmal was gönnen. Ein dickes Eis. Eins? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt mein Eis gegessen habe. Das ist leider wahr. Leider wahr, leider wahr. Ach nee, warte mal ab. Das war doch American Dream. Ach jo, bei meinem Wettkampf. Hätte sie das Eis nicht gegessen, hätte sie gewonnen jetzt. Das will ich dir gerade sagen. Nee, das geht nicht. Also das ich sag's euch, haltet euch auf eure Cheatpläne und belügt euch nicht selbst. Cheatpläne, hast du gehört? Cheatpläne, nicht Mealpläne, Cheatpläne. Ihr müsst einen Plan fürs Cheaten haben, so wie sie mit dem Eis. So, jetzt gehen wir erstmal. Damit ich hier rübergehe, schnell. Fuck the police! Fuck the police! Ey, lass mal randalieren. Schön am Eis essen, ihr Boni. Ich bin im Fetti-Modus. Ich muss das auf die Rippen füllen.
tun wir es mal rein. So, jetzt haben wir eine Folge von Snellini. Also ich weiß nicht, wenn ich das zuletzt mal voll war, aber das ist genauso schlimm wie Hunger zu haben. Guck mal, wie sie strahlt. Guck mal. Das sind die Carbs und das Eis. Guck mal, wie sie strahlt. Geht doch noch. Kann man leben. Wenn andere mit einem One-Pack leben können, kann man auch damit leben, oder? So, jetzt gleich. Ja, das Wetter ist scheiße. Mal gucken, was wir machen. Mal gucken. Wir werden sehen.